sehr geehrte Damen und Herren, wenn man auf einen prägenden Lebensabschnitt zurückblickt und den Blick zurück trotz aller Herausforderungen, die das Leben von mit sich bringt. Ja, servus, grüß dich. Hallo Thomas, entschuldige, jetzt war ich gerade in einem Telefonat. Laufen gehen ist eh schlau, sollte ich auch einmal machen, ja. Naja. Ja, weil das Einzige, glaube ich, dass man Na du, ich wollte mich nur nochmal bedanken bei dir für deine nette SMS. Entschuldige, dass ich nicht zurückgeschrieben habe. Ich war nur irgendwie die letzten Tage so fertig. Ich war irgendwie nicht imstande da, mich zu melden. Na, also du weißt ja, Sebastian, du bist mir geht, will ich da gar nicht. Also ich fühle mich da also es ist alles ein Wahnsinn. Und ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Wie geht's denn dir? Ja, du, mir geht's überhaupt nicht gut. Das ist alles ein Wahnsinn, was du denkst ja du darüber nach und da hast du so viel Zeit einfach auch dem allen untergeordnet, ja, und ich komme halt immer wieder zu diesem Ding. Denke ich dann drüber nach, warum ist dieses Kastel in meiner Wohnung, ja? Und wenn dieses Kastel und so und dann denke ich halt auch darüber nach, bei mir ist und so, wenn ich das damals gewusst hätte, ja, dass also ich habe an diese ganzen Dinge teilweise ja gar nicht einmal mehr gedacht, ja, dass die das alles so veröffentlichen, weil du damals in der Sekunde ja, ins Ausland gegangen oder irgendwas anderes gemacht, ja. Aber sowas wie die das halt spielen, so scheibchenweise. Na, sie spielen alles und sie spielen jetzt, was ich gesagt habe, der Mitterlehne ist eine Sau und dann tun so, als hätte das noch nie irgendwer anderer gesagt. Also ich finde, das finde ich auch so arg, dass dann, jetzt wird es gerade so dargestellt, als wäre ich der erste Mensch, der in Österreich schon einmal über wen geschimpft hat. Ja, vor allem, du kriegst so einen wirklich, also ich werde es nie vergessen, diese Regierungssitzung damals mit dem Mitterlehner und mit dem Faymann noch, ja, wo der so den Post fertig gemacht hat, ja, und die damalige Staatssekretärin Stessel, dass die beide weinend rausgelaufen sind, ja. Also das ist ja so, der war immer ein Unmensch, der die Leute ganz mies und schlecht behandelt hat und jetzt steht der da wie so ein Märtyrer. Das ist alles so, das ist alles so absurd und so heuchlerisch. Also diese ganzen Sexisten da beim Standard, diese alten Männer, die sich immer so aufführen und jetzt da glauben, sie können die Moral sein oder dieser, wie heißt der da, dieser von den Neos da, dieser Strolz, ja, dieser Widerling, der glaubt jetzt mal so moralische Tipps geben, das ist einfach alles so unglaublich. Ja, also, du und sagst, das, was uns da strafrechtlich vorwerfen, kannst du dir das irgendwie erklären? Weil ich meine, ich kann seither überhaupt nicht mehr schlafen, weil ich schon an mir selbst zweifle und das Gefühl habe, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber ich habe dir doch nie irgendwie, wir haben doch einen Auftrag gegeben oder wir haben doch nicht einmal über Inserate oder irgend sowas geredet oder doch nicht, oder? Also das, oder ich habe doch nie gesagt, du sollst der Beinschab jetzt irgendwelche Aufträge geben. Ich finde das so, ich lese diesen Akt und denke mir, das gibt's ja nicht, wie kann man das behaupten, oder? Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt schon alles vergessen habe. Na, aber das ist eben das Schlimme, dass man eben, dass die ja ihre eigene Geschichte zusammenbauen. Ja, also es ist ja zum Beispiel auch so lustig, diese eine Geschichte, die da drin ist, mit diesem der Kern als Pizza oder so Pizzabote. Ja. Das war zum Beispiel damals was, das hat den Schelling, hat diese Geschichte nicht nur fasziniert, die hat ihn auch total beschäftigt. Ja. Und der wollte dann unbedingt wissen, wie das bei den Österreichern ankommt. Ja. Ja. Weil er, glaube ich, sich im Hintergedanken, weil der war ja selber so ein Marketingmensch mit Möbelhaus, ja, ob er nicht so eine Sache beispielsweise einmal selber macht, auf eine bestimmte Art. Ja. Und dann hat ihm der Frischmann diese Umfrage gemacht. Ja. Der hat ja mit der Beinschab regelmäßig halt telefoniert und es war ja immer so, die hat ja einmal in der Woche diese Erhebungen gemacht und dann hat man halt nur ein, zwei Fragen angehängt. Ja. Ich meine, dass diese Depper die Kuh dann diese Rechnungen da umeinander schickt, aus dem die jetzt machen, das war also ein Auftrag, ist eine ganz andere Sache. Ja. Und was ihr jetzt mit meinem Anwalt einmal besprochen habe, ist, ich lese mir das ja jetzt selber gerade durch und
wir versuchen das dann, werden wir das alles mal aufbröseln und vor allem diese ganze 1 Million, von der sie da reden an Inseraten, da werden sie auch drauf kommen. Das haben ja weder ich noch der Frischmann noch sonst wer beauftragt, sondern das sind ja so große Kampagnen, die das BMF laufend gemacht hat. Ja. Also, und das, da bin ich eigentlich relativ beruhigt. Und dann die Geschichte mit diesem, was ist Partei und was ist nicht Partei. Und da lässt sich halt dann wieder vortrefflich streiten, weil ein Kabinett immer in einer Art Grey-Zone ist. Ja, und die Grenzen einfach verschwimmen. Weil wenn die ein Nulldefizit machen, dann ist das natürlich für die Staatsanwaltschaft wieder was Parteipolitisches. Für uns war das aber eine tiefe Überzeugung, dass das richtig ist, dass das BMF eigentlich für einen Überschuss sein soll. Ja. Und daher glaube ich. Aber das heißt, du glaubst schon, dass sich das aufklären lässt, diese Dinge auch? Ja, man muss auch alles daran setzen, dass man das aufklären kann. Ja. Also ich bin da. Aber sag mal, welches kranke Gehirn kommt drauf, dass ich das beauftragt hätte im Jahr 2016, wo der Schelling Finanzminister war? Und weißt, also ja, mir tut's eh leid für dich auch, keine Frage und so. Ich finde nur so skurril, wie kann man sagen, ich hätte das beauftragt oder ich hätte das angestiftet, das verstehe ich irgendwie nicht. Naja, das mit dem Anstiften, das ist ja zum Beispiel irgendwie etwas, was, ich kann dir das nicht konkret beantworten, weil das immer was Abstraktes ist. Ja? Und da nehmen sie so Gesamtzusammenhänge her, aus denen sie sich das ableiten. Und ich bin ja zu Markus gekommen bei einer ähnlichen Sache mit dem Löger in der Casino-Geschichte. Ja? Ich habe gesagt, ich bin der allmächtige Casino, also der allmächtige Generalsekretär im Finanzministerium. Und jeder weiß ja, dass der Löger so schwach ist. Und ich habe den Löger gesteuert, dass er diesen großen Deal macht. Ja? Das ist auch total abenteuerlich, weil da frage ich mich dann einmal, wie kann man auf das nur kommen? Das gibt keinen Anhaltspunkt. Ja? Und ich habe das jetzt, ich habe das dreimal selber gelesen und ich denke mir einfach, wie kommt man auf das? Dann denke ich nach und gehe in mein Hirn und alles. Und ja, natürlich, du hast mir immer erzählt, irgendwie mit dem Dichern läuft so und du kennst die Journalisten und hast mit dem Fellner und alles. Aber du hast mir wahrscheinlich, ich hätte mich nicht daran erinnern können, aber wahrscheinlich die eine oder andere Umfrage weitergeschickt, ja. Aber dass ich im Jahr 2016 gesagt hätte, jetzt stellst da irgendwelche Rechnungen aus und gibt es irgendwelche Inserate. Also ich finde es einfach so eine Frechheit, dass man mir das unterstellen kann. Ich könnte jeden Tag irgendwie explodieren. Ja, ja. Und das ist das Schlimme an denen, weil die bauen sich ihre eigenen Geschichten zusammen. Ja, und dann ziehen sie alle möglichen Leute hinein. Ja, das ist dieses Abenteuerliche. Ja, und ich kann da leider bei dieser Anstiftung, ja, also wie gesagt, also wie die auf sowas kommen, das kann ich dir nicht beantworten. Ja, sie sind, wenn du den Akt durchliest, dann machen sie immer Gesamtzusammenhänge und zum Beispiel, das ist ja das Nächste. Ja. Der Frische und ich hätten das alles nur gemacht, um dir zu helfen. Ja, ist ja vollkommener Schwachsinn. Und daher hätten wir Buchungen gemacht und. Jeder Pressesprecher, ja, und Generalsekretär schaut natürlich, dass er seinen Chef pushen kann. Und das haben wir ja natürlich gemacht. Und das war der Schelling, ja. Der hat ja da auch sehr stark profitiert davon. Und in der Analyse, wie sie dazu kommen, aber mit dem Schelling hat das dann alles nichts zu tun, weil, und so, ist ja so abenteuerlich. Ja, vor allem, was ich spannend finde, den Frischi habe ich ja damals nicht mal gekannt. Und sie haben, also es ist ja irgendwie echt, und dann tun sie irgendwie so, als hätte er sich so den Job organisieren wollen. Und dann gibt es aber Chats, dass der ja gar nicht den Job bei mir annehmen wollte. Ne? Und ja, sie haben alle Chats zwischen uns und aus keinem der Chats geht hervor, ich habe dich zu irgendwas angestiftet und sie erfinden es einfach. Das behaupten sie dann einfach, ja. Und der Frischmann genau das Gleiche, ja. Also ich kann dir hier nur sagen, dass das alles eine sehr, sehr merkwürdige Vorgehensweise ist. Ich meine, was für uns wichtig ist, ist, wird am Ende des Tages, also für uns jetzt, die da im BMF betroffen sind, und da gehe ich davon aus, dass der Pasquale das alles wirklich ordentlich verbucht hat, ja, also das hoffe ich wirklich. Aber kann das sein, dass die Beinschaft irgendwie gelegt hat, weil das Österreich sagt ja, dass die alles bezahlt haben bei der Beinschaft? Die Beinschaft, oder glaube ich, was die gemacht hat, ist, dass die Sachen teilweise doppelt verrechnet hat. Ja? Die hat uns Sachen verrechnet und in Österreich verrechnet. Ja? Und hat dann gesagt,
mache ich das und bringe das in die Zeitung, ja, und habe das dann zweimal verrechnet. Das wird ja alles noch ein Thema werden. Ja. Nur da wird es ja für mich dann spannend werden, was ich an Informationen halt dann, was wir dann halt einfach auch kriegen. Aber das wird eine totale Rechnerei werden, wie da, welche Studie zu welchen Preisen wie verrechnet wurde und so weiter. Ja. Ich habe mich um diese Dinge ja nie gekümmert. Ich habe mit ihr regelmäßig geredet, jetzt nicht so oft wie andere. Also Pasquali und der Frischmann natürlich viel, viel öfter. Ja. Und ich habe dann gesagt, ich hätte mal gern das und schauen wir uns das einmal an. Aber ich habe mich nie um Rechnungen oder um irgendwas gekümmert in dem Zusammenhang. Ja. Also das habe ich nicht gemacht. Ja. Und das Thema, das da einmal geschickt hat, das ist total deppert, dass das im Akt ist. Ja. Aber da sieht man halt auch, dass ich es 1:1 weitergeleitet habe. Ja. Ja. Also von daher. Nein, es ist diese ganze Geschichte ist ein totaler Wahnsinn, dass die uns da was Strafrechtliches draus drehen. Vor allem, nachdem sie den Feynman freigesprochen haben, ja, der damals ja am Ende des Tages sogar noch gezwungen hat, die ASFINAG zu inserieren, obwohl die ja überhaupt keinen Markt für irgendetwas haben. Ja. Und hier sagen sie jetzt, ein Ministerium habe eine ministeriumsfremde Person gefördert, ja, weil sie einen größeren Tatplan gibt und für das nehmen sie den Kern und das Mitterlinger Buch. Ich meine, das ist so schräg. Ja. Was mich in dem Zusammenhang wieder so aufregt, ist, ich habe ja nicht einmal in meinem eigenen Ministerium selber die Inserate vergeben, sondern immer mich bemüht, dass ich das nicht machen muss und solche Dinge überhaupt nicht diskutieren muss, weil ich mit dem nichts tun haben wollte. Und jetzt unterstellen Sie mir, ich hätte gesteuert, was im Finanzministerium für Inserate vergeben werden, als hätte der Schelling oder du oder sonst irgendwer oder die Abteilung oder wer auch immer dort sich das von mir sagen lassen. Das ist ja irgendwie absurd, da geht's ja nicht. Ja, das ist völlig absurd. Ja, das ist, und dann auch, wie halt alles, was wir gemacht haben, sozusagen, also jetzt für Hilfe für dich, ja, also das beste Beispiel sind immer diese Geschichten, dass du eine Budgeterhöhung gekriegt hast, das war damals mitten in der Flüchtlingskrise, ja, dass wir ganz generell mit dem Außenamt gut zusammengearbeitet haben, ich meine, das war ja selbstverständlich und was ganz Normales, ja. Ja, und ich meine, das Budget war in der Flüchtlingskrise für Integration, genau. Also. Ja, das war vor allem nicht einmal mit der SPÖ sonderlich schwer zu verhandeln. Ja, so, ja, ich weiß, ich kann mich eh noch erinnern, das wollten ja die. Erstens wollte der Feynman selber mehr Geld und zweitens wollten die in der SPÖ sowieso, dass für Entwicklungszusammenarbeit und Integration waren sie immer. Naja. Du, Thomas, bist du in Wien einmal, dass wir uns einmal zusammensetzen können oder wie schaut es denn aus bei dir? Ja, morgen ginge das bei dir zufällig, oder? Ja, bist du am Abend auch oder wann bist du denn verfügbar? Morgen am Abend wäre ich auch verfügbar, ja. Also ja. Morgen bin ich eben noch in Wien und dann bin ich ein paar Tage draußen und dann bin ich wieder da. Ja. Aber ich melde mich morgen bei dir. Okay. Du, nur eine Frage, diese eine Nummer. Ja, ich habe eine zweite Nummer jetzt mittlerweile, aber ich bin eh auf dem hauptsächlich erreichbar, ja. Na passt, ich melde mich morgen bei dir, gell? Gut, okay. Baba. Danke, servus. Say my name.